Das Traineramt, die Vaterrolle, das sind Funktionen, die Ewi Ewald Fischer schon sehr gut beherrscht. Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe von Sprechakte. Wir sind heute im Trainingsraum vom ACU Krems bei Ewald Fischer zu Gast. Neu dazugekommen ist die Funktion des Präsidenten des Niederösterreichischen Gewichtheberverband. Wie ist es dazu gekommen? Eigentlich muss ich sagen, sag einmal Servus Ernst, grüß dich, dass du gekommen bist in der Trainingshalle des ACU Krems. Dazu gekommen ist, dass ich das Amt, ich wurde seitens der niederösterreichischen Landesregierung von gewissen Sportpersönlichkeiten schon des Öfteren gefragt, ob ich nicht Interesse hätte an diesem Job, weil die Verbindung Familie Fischer zum Land Niederösterreich sehr gut ist, aufgrund der massiven Erfolge von Sarah und David Fischer. Und dann irgendwann Mitte 2020 ist auch der NGV-Vorstand an mich herangetreten, wenn ich gewählt werde, ob ich mich zur Wahl stelle und wenn ich gewählt werde, ob ich auch dann die Wahl annehme. Und ich habe da eigentlich ein bisschen überlegt und habe für und wieder überlegt und habe dann gesagt, okay, ich mache das. Wenn ich gewählt werde, nehme ich den Präsidenten an. Im stärksten Landesverband natürlich Österreichs. Jetzt ist man Trainer und Manager von Sarah Fischer, die derzeit stärkste Frau Österreichs. Was waren da für Überlegungen, dass man jetzt sagt, ich nehme jetzt auch noch den Präsidenten vom Niederösterreichischen Gewichtheberverband? Meine Überlegung war einmal grundsätzlich, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%. Ich glaube, das habe ich bewiesen. Ich war ziemlich nicht so erfolgreich wie meine Kinder. Ich war aber ein guter Gewichtheber in Österreich. Bin Staatsmeister geworden. Ich war, sage ich einmal, der erfolgreichste Trainer in der österreichischen Handelssportgeschichte mit David und Sarah. Ich habe von 2015 bis 2019 mit beiden Sportlern 31 Medaillen geholt bei Welt- und bei Europameisterschaften. Das wird man so schnell in Österreich keiner nachmachen. Darauf sind wir natürlich im Team Fischer mächtig stolz. Und wenn ich meine Funktion als Präsident so halbwegs nur erfolgreich, nur die Hälfte erfolgreich mache, wie das, als ich Trainer war, ich glaube, dann habe ich alles richtig gemacht für den österreichischen Handelssport. Wir sind momentan noch immer in einer Ausnahmesituation in Österreich oder auf der ganzen Welt. Wie schaut es eigentlich in Niederösterreich beim Gewichtheben mit dem Nachwuchs aus? Ja, mit dem Nachwuchs muss man sagen, das ist momentan ein Riesenproblem, weil ja die Pandemie viele Vereine zusperren, die dürfen nicht trainieren aufgrund von behördlichen, wenn die Behörde das nicht freigibt. Meine zwei Sportler im Sportleistungszentrum, die dürfen trainieren, die sind ja im Spitzensport gleichgestellt. Da merkt man schon, dass das gezielte Training nach oben geht. Wir arbeiten schon im Hintergrund, wir Funktionäre, an der ganzen, was nach der Pandemie passiert, dass man, wenn es heißt, es geht los, sofort bereit sein zum, es steht der Terminkalender fertig in einer Form, wir machen Schülercups. Wir haben auch ein Team, was nachher in die Schule geht. Ich habe meine Arbeitskreise im Verband und das taugt mir voll und diese Arbeitskreise arbeiten schon sehr fleißig im Hintergrund. Wie gesagt, ich bin erst seit 21. Februar Präsident, aber meine Leute im Vorstand sind ein Wahnsinn, die sind echt super. Die arbeiten im Finanzkreis, im Sportkreis, im Medienkreis, also wir kriegen eine neue Homepage, wir sind auf Instagram, wir sind auf Facebook und das alles muss ich machen, damit ich dann an die Schulen gehen kann und am Nachwuchs wieder lukrieren kann mit den Schulen, mit Schulprojekten, mit guten Trainern, mit Leistungen, mit Fernsehen. Da muss ein Rad ins andere greifen, dass das publik wird. Es dauert natürlich eine Zeit, das ist wie wenn ich einen Athleten anfange ins Trainieren, da muss ich auch mal 3-4 Jahre investieren, dass dann was rauskommt, aber ich sehe da sehr gute Dinge, ich habe sehr fähige Leute in meinem Vorstand, muss ich sagen, und ich bin dass ich mir ziemlich zuversichtlich, dass es wirklich was Gutes wird. Du hast gerade angesprochen, die neue Homepage. Da habe ich ja gehört, am 1. April, das ist jetzt kein April-Scherz, soll die neue Homepage online gehen, auch mit einem neuen Namen, den wir natürlich unten schon jetzt einblenden. Das ist also ein bisschen anders als bis jetzt, aber es ist leichter findbar und leichter zuordnbar. Wie wichtig ist so eine Homepage für einen Verband? Na, ganz wichtig ist für mich als Präsident, dass jetzt ich heute sagen, ich habe das jetzt gemacht, wir machen eine neue Homepage mit einer neuen Domain, damit alle wissen, hey, in Niederösterreich, da ist wer andere am Ruder, da, die arbeiten was, die machen was, die tun was. Und mit dieser Homepage geht man natürlich in die Öffentlichkeit und die muss präsent sein. Wir wollen da wirklich publik gezielt die Medienwelt im Gewichtheben ansprechen. Natürlich gehört dann Medienwelt wie die Presse dazu, bis Fernsehen, ORF, aber das, wie gesagt, Step by Step sind wir da im Arbeiten. Und ist es nicht eine gewisse Gratwanderung, weil man jetzt auf der einen Seite, du hast das angesprochen, das Team Fischer, die Familie Fischer hat, die ja mit unzähligen Europameister
Medaillen, Weltmeisterschaftsmedaillen. Ist da nicht die Latte jetzt sehr hoch gelegt? Und jetzt ist er Präsident, da werden wir ja bald jetzt in Niederösterreich die Paradesportler haben. Das wäre super, wenn es so schnell geht, wie du sagst. Meine Periode dauert auch nur 4 Jahre als Präsident. Und man wird weiter sehen. Man muss ja schon sehen, dass die Team Fischer mit David und mit Sarah schon mindestens 10 bis 12 Jahre im Hinterhofs gearbeitet haben. Und jetzt haben wir halt das ein bisschen ernten, was man gesehen hat. Man muss den Leuten Zeit geben, man muss den Athleten Zeit geben. Aber ich habe meinem Team gesagt, bei der konstituierenden Sitzung im März, dass ich keine One-Man-Show mache. Wir können nur stark sein im Team. Und sie waren alle sehr überrascht, dass ich natürlich nicht nur einen Vorstand habe, sondern im Vorstand gleich Arbeitskreise gemacht habe, wo ich in meinen Arbeitskreisen einen Vorsitzenden habe und der mir berichtet, wie weit ist der Arbeitskreis, wie weit ist der Arbeitskreis. Selbst du, Ernst, bist ja selber auch in einem Arbeitskreis drinnen. Das war mir sehr wichtig, dich ins Team einige vorzuholen. Erstens haben wir eine langjährige Freundschaft. Du bist bestens vernetzt mit dem Land Niederösterreich durch deine 40-jährige Tätigkeit im Land. Und ich bin schon bewusst dich angesprochen, mir im Vorstand zu helfen. Und wie du ja siehst, wir sind vernetzt, es tut sich was und es macht echt einen Spaß, muss ich sagen. Auch da jetzt zum Mitarbeiten, ich bin jetzt nicht größenwahnsinnig und sage, ich muss die Latte so hochheben, dass Niederösterreich 2024 5 Olympiagewichtheber auf die Bühne bringt, das wird es nicht spüren. Aber ich muss im Nachwuchs einmal die Zahl verdoppeln, sage ich jetzt einmal, um wieder mehr Burschen zur Handel zu bringen. Und das geht eben nur, wenn oben alles super funktioniert. Die Leute nachschauen können. Für Kinder ist es wichtig, selbst präsent zu sein. Unsere Schüler müssen auf unserer Homepage präsent sein, dass er sagt, ja, schau Mama, ich bin auf der NGV-Homepage und das Medien und dort und da. Und somit soll eine Lawine entstehen, was gewisse Leute eben zum Sportgewicht hinbringt. Da habe ich jetzt herausgehört, ich meine, Nachwuchs ist also in Niederösterreich beim Gewichtheberverband also jetzt groß geschrieben, was auch sehr wichtig ist. Aber wie kann ich jetzt, wenn ich in die Schulen gehe, Jugendliche oder Kinder motivieren, jetzt vielleicht nicht nur Fußball zu spielen, jetzt mache ich jetzt nicht den Fußball schlecht, aber und jetzt einen Einzelsport, weil es ist ja doch, es gibt zwar Mannschaft, Gewichtheben und so weiter, aber es bleibt ja doch in erster Linie ist es ein Einzelsport, sieht man ja bei der Sarah, man muss alleine, also man trainiert vielfach alleine und so weiter. Was gibt man denn den Kindern für Anreize, dass ich sage, du, schau dir das einmal an. Nein, wenn man jetzt in die Schulen geht und egal ob jetzt neben Judo, da drüben ist die Judo-Halle, da oben ist die Handballhalle, die Fechter, jeder Sportler, was irgendwas erreichen will, braucht eine Kraft. Und warum soll ich die Kraft nicht genau dort trainieren, wo die Kraft herkommt, beim Gewichtheben? Ich meine, die Standreißen, Standumsetzen, die teilklassischen Übungen im Gewichtheben, macht fast da jede Sportart. Selbst Johannes Boschanik, Olympiafechter, was hoffentlich mit der Sarah zur Olympiade auf Tokio fliegt, tut Gewichtheben. Judoka, dann Gewichtheben. Seisenbacher habe ich selber erlebt. Jetzt Patrick Reiter, wie es alle waren, die haben alle Gewichtheben gemacht. In der Leichtathletik brauche ich Gewichtheben. Die Handballer brauchen eine Kraft. Na, wo kann ich die Kraft am besten trainieren? Wie in einer Gewichthebehalle mit einem Gewichthebertrainer oder im Umfeld des Gewichthebens. Paradebeispiel, der Joe Lamberter. Junioren-Weltmeister, Doppel-Weltmeister, der war im Nachwuchs Gewichtheber und Staatsmeister, österreichischer Meister im Gewichtheben. Weil die Familie ist, Lamberter ist eine Gewichtheberfamilie in Rom. Also Matthias Sammer zum Beispiel, Bobfahrer, hat eine Medaille gewonnen. Dieser Mann tut Gewichtheben beim KSV Bad Hering. Und jetzt, wie kann man auch dann, jetzt kommen so kleine Kinder, Mädels, Burschen nach Hause und sagen, du, heute haben wir Gewichtheben vorgestellt kriegt, wie kann man dann den Eltern ein bisschen die Hemmschwelle nehmen, dass sie sagen, naja, ist das jetzt gesund, wenn der, mit welchem Alter kann ich anfangen, ab wann ist es gesund? Grundsätzlich, die Eltern muss man zum Training, zum ersten Training oder zu den ersten paar Training einladen. Man darf sich nicht vorstellen, wenn man da 7-, 8-jährige oder 9-jährige Kinder, dass man da wirklich Gewichtheben macht. Man macht mit einer Besenstange oder ohne Besenstange einfach nur mit Körpergewicht eine Reißkniebeuge und da schaut man, dass das Mädel oder der Bub schön in der Hocke sitzt. Dann die zweite Übung bei so einem Wettkampf ist 30 Meter sprinten aus der Bauchlage. Wenn man nicht da 2 hab oder 5, die wollen sie duellieren, da will einer schneller sein wie der andere. Na, mehr, was Besseres kann da als Trainer von so einem Schüler nicht passieren, wenn sie die gegenseitig beim Laufen schon pushen. Die nächste Übung ist Kugelschockwurf. Dann nimmt er einen Tennisball und wirft ihn über den Kopf rückwärts weit. Und wer weiter wirft, der gewinnt. Und das sind bei unseren Schülern die Bewerber.
Da tut keiner Gewicht heben mit 50, 100 Kilo. Da passiert nichts. Und man muss in jungen Jahren die Kinder vorbereiten auf die Technik dann. Je früher man sich spezialisiert, umso besser ist es. Und mit diesen Übungen, was wir bei der U9 und bei der U11 haben, tut man die Kinder vorbereiten aufs Training. Aber das ist super, wenn man da 3, 4 Kinder hat, weil einer will immer gewinnen und verlieren will überhaupt kein Kind nicht. Und dann musst dann du als Trainer sagen, na, du warst, hast eh nicht verloren, du warst ja heute nur der Dritte und morgen bist dann der Erste. Versteh mich, so muss man das den Kindern umbringen. Der geht dann mit einer Brust, hey, bin ich zweimal Zweiter geworden, einmal habe ich gewonnen, einmal bin ich halt nur Dritter geworden. Schauen wir jetzt einmal nach St. Pölten. St. Pölten, also das Land, ist ja da sehr, was Sport betrifft. Wir haben das Niederösterreichische Landessportzentrum. Da wird ja sehr viel gemacht. Ist da auch für ein Gewichtheben notwendig genug da? Also zu den Kindern, das nennt man eigentlich allgemeine Körperausbildung im Sektor U9, U11. Also zu dem Thema St. Pölten muss ich eigentlich sagen, wie ich Ausbildungsleiter geworden bin. 2013 war der Franz Stocher noch Ausbildungskoordinator. Jetzt ist er Chef des Olympiazentrums. Der hat Gewichtheben aufgenommen in das SLZ und hat aber nur gesagt, das macht er nur, wenn ich Ausbildungsleiter bin, weil ihm der David im Jahr 2013 Staatsmeister in der allgemeinen Klasse geworden ist. Das war eigentlich die Eintrittstüre für das Gewichtheben in dieser Sportart. Mittlerweile haben wir dort einen Raum, wo 10 bis 12 Gewichtheber professionell trainieren können. Da hat auch das Bundesministerium einiges Geld investiert und hat gesagt, wenn wir schon ein Olympiazentrum haben, dann ist er das. Dort trainieren ja nicht nur Gewichtheber, dort trainiert der Ivona Tadic und die Bobfahrerin, die Bayerl, alle, was Kraft trainieren. Sind wir wieder am Thema, gehen in die Kraftgemeinde, wenn ein Trainer da ist, schaut er denen, ob die Ivi es schön umsetzen tut oder ob sie Kniebeugen macht. Gut, das übernehme eigentlich ich, dass ich ab und zu mit der Ivi trainiere, wenn sie in St. Pölten ist. Und da hat Niederösterreich und das Bundesministerium eigentlich keine Kosten gescheut. Wir sind da top ausgerichtet. Jetzt sollte im Land in St. Pölten drüben noch die Indoor-Laufbahn kommen. Wenn die Indoor-Laufbahn kommt, wird mein Kraftraum, weil ich Ausbildungsleiter bin, der Kraftraum, der Trainingsraum für die Gewichtheber nochmal erweitert mit der Laufbahn dazu. Da kommt dann das Power-Rack und der Kniebeugenständer, die Stoßböcke und Zugböcke kommen raus. Die Zusatzübungen macht man dann draußen und im Raum. Draußen auf der Laufbahn, das ist nicht im Freien, einfach nur auf der Laufbahn draußen, mit einer Treppe. Und drinnen im Raum tut man eben mit auf 8 Bühnen, wo überall über 300 Kilo Gewicht sind, kann man klassisch Gewicht heben. Also ich sage, das ist sicher eins von den, in Niederösterreich ist es uns das beste Zentrum und in Österreich gehört es zu den Top 5. Ja, kommen wir ein bisschen zur Zukunft. Du hast zuerst angesprochen, wir müssen trotzdem ein bisschen auf die Sarah auch eingehen. Olympia, wie schaut es da aus? Es ist ja fast, glaube ich, schon über ein Jahr keine Wettkämpfe mehr, ungefähr. Wann sind da wieder Wettkämpfe oder gibt es da was in Aussicht? Der letzte internationale Wettkampf von der Sarah war im Jänner 2020 in Rom. Der war nicht überragend für ihr, aber wir haben trotzdem 2 Medaillen geholt. Jetzt bereitet man sich gerade auf die Europameisterschaft vor, wo wir am 4. April hinfliegen sollten. Ich hoffe, es geht alles gut, dass wir die Visa alles kriegen und dass auch dort der Wettkampf über die Bühne geht. Man weiß nie natürlich nach so langer Zeit, wo steht der Athlet. Sarah hat eigentlich sehr gut trainiert bis zu ihrem Autounfall. Dann haben wir 14 Tage fast weniger bis gar nichts trainieren können. So, dass sie sich wieder erfangen hat nach dem Unfall. Dann ist das leider mit dem Todesfall von meinem Vater, meinem Opa gekommen, was uns in der Familie sehr, sehr getroffen hat. Hat natürlich auch die Vorbereitung ein bisschen gestört. Ich will es jetzt nicht als Ausrede gelten lassen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mir sage, das Ziel von der Sarah ist Top 5. Bei der Europameisterschaft in Moskau in der allgemeinen Klasse und wenn die Fuhren ein oder zwei schwächelt, wir sind bereit, dass wir sie vielleicht eine Medaille schnappen. Und ist das dann schon für Olympia? Die Olympia-Qualifikation wurde ja von April 2020 auf April 2021 verlängert. Jetzt wurde sie noch einmal verlängert bis Ende Mai 2021, weil im Mai ist die U20-Weltmeisterschaft, wo die Sarah voriges Jahr starten hätte dürfen, wird nachgetragen. Sarah darf zwar dort starten, ist ja im 21. Lebensjahr, ist schon ein Jahr älter, darf dort trotzdem starten. Sie kann doch nicht Weltmeisterin U20 werden, aber sie kann Qualifikationspunkte holen für die Olympiade. Stand jetzt brauchen wir einen guten Wettkampf nur von der Sarah. Das hoffe ich, dass es in Moskau passiert. Da muss sie mehr wie 221 Kilogramm machen in ihrer Gewichtsklasse bis 87. Das war eben das Schlechteste. Und dass man da sagt, wir machen 225, 227, wäre das eine Top-Platzierung, schiebt sie in Ranking nach vorne und dann brauchen wir nur einen Wettkampf in Saudi-Arabien. Da brauchen wir aber eigentlich nur auf die Plattform gehen, sich abwiegen lassen, eine minimale Leistung machen und dann schauen wir, dass wir im Ranking weit vorn sind und dann wird entschieden, ja oder nein, ob sie zur Olympiade fährt. Und kann ich mir vorstellen, schon sehr positiv, wenn man im Niederösterreichischen Gewichtheberverband als Präsident auch ein so ein Zugpferd hat wie die Sarah.
Na, unheimlich. Also wenn ich hätte als Präsident, das, darum habe ich es auch gesagt, habe ich auch dann nicht überlegt, dass ich es nicht mache, wäre ich einfach gesagt, ich habe meine Tochter, meinen Athleten, meinen Star des österreichischen Gewichteverbandes. Man kann es ruhig sagen, das Mädel ist 20 und hat erreicht, was andere nicht erreichen werden jemals. Mit Siderlani 27 Medaillen geholt, das spricht eigentlich alle Bände. Sie ist 19-fache Staatsmeisterin für Österreich mit 20 Jahren. Das wird so schnell nie wieder brechen in Österreich. Das macht die Tür natürlich viel leichter auf. Das macht die Türen leichter auf, wenn es jetzt Printmedien sind, ob es jetzt ORF ist, ob es ORF Niederösterreich ist, ob es selbst Landesregierung ist. Jochen Danninger ist mit der Sarah Berdu, der kennt auch mich. Und das macht die Wege dann schon einfacher. Ich meine, es ist jetzt nicht, dass sie uns mit Geld überschütten und sagen, das was soll's, sondern gewisse Türen gehen leichter auf. Man muss alles immer belegen und es muss alles immer passen. Aber das Ansprechen an den Sportart Gewichtheben mit ohne Sarah wäre schwieriger wie jetzt. Sponsoring. Das ist ja auch im Niederösterreichischen Gewichtheberverband sicher ein Thema. Was stößt du dir da für Niederösterreich vor? Also mein Gedankengang, ich will jetzt nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern ist schon, die Niederösterreichische Versicherung ist ein starker Partner von Land Niederösterreich. Der Bernhard Lackner ist ein Freund von mir, den kenne ich auch von den Kremser Handballer her. Also wenn man da sagt, er sollte den Niederösterreichischen Gewichtheberverband ein bisschen unter die Arme greifen, konnte man das eigentlich vorstellen. Warum sollte der Nein sagen? Muss aber über die Schiene Landesregierung, Sportlandesrat Jochen Danninger laufen. Tue ich mir als Präsident weit einfacher, wie wenn ich persönlich hingehe. Admiral Sportwetten ist auch in diesem Pool drinnen, Sportland Niederösterreich. Hypobank, also wenn ich da habe, ich rede jetzt von drei Sponsoren, wenn die drei Sponsoren nur ein bisschen unterstützen, was für ein Landesverband schon ein Wahnsinn. Und wenn jeder andere Funktionär vielleicht auch irgendwo nur eine oder zwei Connection bringt, hast du nicht, ob es ein Sponsoring wird, aber nur Connection bringt. Es war ja schon super, wenn einer sagt, ich will kein Sponsoring, ich mache eine einmalige Spende und lass mich bitte in Ruhe. Nehmen wir auch, dadurch gibt es dann einen Link auf der Homepage, gibt es einen Werbebanner auf der Homepage, gibt es eine Einblendung und wenn ich mit einem anfange, denkt man, das ist wie eine Kettenreaktion, gibt es vielleicht zwei andere, nein, ich würde es auch. Und so ergibt sich vielleicht irgendwas, dass man in zwei, drei Jahren sagen kann, hey, der eine Gefahr steht auf finanziell sehr guten Beinen und da kann man dann auch einmal sagen, die Spitzenathleten werden auch finanziell unterstützt. War ja schon sehr gute Ausblicke, aber zum Schluss wollen wir trotzdem ein bisschen in die Zukunft blicken. Was wünscht sich der neue Präsident vom Niederösterreichischen Gewichtheberverband für die Zukunft? Also für die Zukunft, dass alle meine Funktionäre, meine Sportler gesund bleiben, dass die Pandemie so schnell wie möglich beendet wird, wir in ein halbwegs normales Leben wieder übergehen und dass man echt wieder Breitensport machen kann. Nicht nur Spitzensport, Sarah und der Kader, sondern wirklich, dass die Vereine, wo eben Mastersathleten und Mastersathleten mit Schülern, mit Nachwuchs trainieren, wieder trainieren dürfen. Weil ohne diese Basis unten, wenn da 100 Leute Gewicht heben, kommen zwei, drei gute raus. Wenn ich aber einen Hund keine habe, kann ich keine zwei gute. Das wünsche ich mir eigentlich. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden reden. Auch Gewichtheben ist ein interessanter Sport, wie man so, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Bei dir, Ewe, dir wünschen wir und der Sarah und deinen ganzen niederösterreichischen Gewichthebersportlern alles Gute und viel Gesundheit. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wenn Sie Interesse haben, wir blenden noch einmal die Homepage ein. Informieren Sie sich über den Gewichthebersport. Ob Sie Kinder haben oder ob Sie selber diesen Sport ausüben wollen. Hier sitzt der Präsident des Niederösterreichischen Gewichtheberverband. Er steht Ihnen mit allen Fragen, die Sie haben, hat er sicher eine Antwort. In diesem Sinne, bleiben Sie weiterhin gesund. Dankeschön.